Guten Abend und herzlich willkommen zu Neuland. Was ist Neuland? Wenn man sich heute informieren möchte über einen Begriff, über eine Sache, was macht man da? Man geht zu Google. Wenn man Neuland googelt, diesen Begriff, sind die ersten drei Treffer folgende. Ein Hersteller von Materialien, die man für Moderationen braucht. Eine Firma für Fleischproduktion aus artgerechter Tierhaltung. Der dritte Treffer ist eine Wohnungsgesellschaft in Wolfsburg, wo man Wohnungen finden kann zum Mieten oder zum Kaufen. Unser Neuland wird auch moderiert. Es gibt hier artgerechte geistige Nahrung. Und es gibt Themen, die ein Zuhause haben. Nicht in Wolfsburg, sondern in München. Neuland ist ein offener Gesprächsraum der Hochschule für Musik und Theater München. Es soll kein Expertenpodium sein. Insofern ist es ein Terrain, das noch nicht erschlossen ist. Wir wollen mit Ihnen sprechen, mit der Gesellschaft. Musik, Musikbetrieb und Themen der musikalischen Bildung brauchen Impulse von außen, brauchen Impulse aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft. Nur so können sie sich entwickeln, nur so können sie wachsen. Sie sind daher eingeladen, in diesem Format Fragen zu stellen und Ihre Meinung mit uns zu teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie per Chat daran teilnehmen. Ich bin Michaela Friedrich und das Thema heute ist Musikerinnen und Musiker mit Zukunft. Lehrkultur an Musikhochschulen im Wandel. Was müssen junge Musikerinnen und Musiker können, um in diesem Beruf Erfolg zu haben? Und was können Musikhochschulen tun, um ihnen dabei zu helfen? Ich hätte hier jetzt mit zwei Gästen sitzen sollen. Ein Gast hat leider abgesagt, krankheitsbedingt, kurzfristig. Christiane Even, Professorin für Gesang, Vizepräsidentin der Hochschule für Musik und Theater München. Sie hätte uns den Einblick gegeben hier in die Münchner Musikhochschule und wie dort die Themen behandelt werden. Umso mehr freue ich mich aber, dass Katrin Hauser-Schmolk hier ist, denn sie hat ziemlich viele Blickwinkel zu bieten. Sie ist Gastdozentin an verschiedenen Musikhochschulen und unterrichtet zum Thema Career Development. Sie kann sich jetzt nicht zur Münchner Musikhochschule äußern, aber sie hat darüber hinaus auch einen guten Einblick in den internationalen Musikbetrieb. Sie arbeitet als PR-Agentin zusammen mit verschiedenen Künstlern auf internationaler Ebene. Ja, Katrin, ich freue mich, dass du da bist. Gesellschaftlicher Wandel, wir leben in einer Zeit voller Umbrüche. Wir haben jetzt eine schwere Zeit auch hinter uns, gerade in der Musik, im Musikbetrieb. Das Berufsbild von Musikerinnen hat sich aber grundsätzlich geändert in der Vergangenheit. Also es ist ja nicht so, dass erst seit Corona das Musikerdasein ein schwieriges Dasein ist grundsätzlich. Früher war das einfacher. Es hieß einfach, man erkennt eine Begabung und dann muss man üben, üben, üben. Wie ist es denn heute? Was muss man denn heute als Musiker, als Musikerin können, um in diesem Beruf Erfolg zu haben? Und was davon kann man denn überhaupt an einer Hochschule lernen? Also ich glaube, ums Üben, guten Abend erstmal. Ums Üben, Üben, Üben kommt kein Musiker drumherum. Die Qualität sollte, glaube ich, und bleibt auch hoffentlich für immer die Grundlage, auf der aufgebaut werden kann. Und dann kommen eben außer musikalische Faktoren noch dazu, die kann man beschreiben, wie Joanna Malwitz es unlängst in einem Interview gesagt hat, es bleibt Qualität und Authentizität, ein abgedroschener Begriff eigentlich, aber mir fällt einfach kein besserer ein. Aber man muss natürlich mehr können und ich glaube aber, man musste immer mehr können. Also ich möchte eigentlich den Blick an der Stelle nochmal zurückwerfen in die Geschichte. Dieses romantisierte Bild des Künstlerdaseins war ja eigentlich noch nie Realität. Es ist nur beim Blick zurück plötzlich romantisiert. Also wäre Mozart ein bisschen gewandter gewesen im Finanzmanagement, würde man heute sagen, dann wäre er vielleicht nicht so arm gestorben oder hätte er noch einen Agenten gehabt und einen guten Steuerberater, dann, also all dieses Netz außenrum, dann wäre es ihm vielleicht finanziell besser gegangen oder
zu Mendelssohn, zu den Bildungsreisen, das klingt sehr romantisch, war auch gewiss in Teilen romantisch, aber der junge Herr ist mit einem Brief von Herrn Goethe losmarschiert oder losgeritten worden, gefahren worden. Heute würde man dazu sagen Networking. Und deswegen möchte ich so ein ganz klein bisschen widersprechen, dass sich alles so sehr gewandelt hat. Es hat sich natürlich vieles gewandelt, aber die Prinzipien haben sich nicht gewandelt. Auch früher mussten Musiker mehr können als nur schöne Töne produzieren. Das war immer die Grundlage und bleibt hoffentlich die Grundlage. Das, wovon du jetzt sprichst, von den Musikern, von denen du sprichst, das war natürlich 19. Jahrhundert. Da waren die Musiker ja auch noch frei. Aber heute gibt es für Musikerinnen und Musiker feste Ensemblestellen mit einem guten Gehalt oftmals. Das gab es im 19. Jahrhundert zumindest nicht. Aber ich habe doch den Eindruck, dass sich das insofern gewandelt hat, als es doch sehr viel besser geworden ist, ich sag mal in der Neuzeit. Und in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren, würde ich sagen, geht es so langsam wieder abwärts. Kann das sein? Es geht abwärts insofern, ich würde es nicht als eine Abwärtsspirale stehen lassen wollen, sondern ich würde sagen, der Markt verengt sich, weil es immer weniger feste Stellen gibt. Also wenn wir jetzt mal nur über den Instrumentalbereich sprechen, es gibt immer weniger Orchesterstellen. Und es gibt immer mehr Musiker, die auf diese wenigen Stellen sich bewerben wollen und dann hoffentlich auch irgendwann eine bekommen. Ich glaube, das ist der Mechanismus. Es ist ein schrumpfender Markt und ein wachsender Ausbildungsmarkt. Und da stoßen so zwei Zielrichtungen aneinander. Und daher wird es, glaube ich, immer komplizierter. Aber es gab ja neben den Festanstellungen schon immer eigentlich diese freiberuflichen Tätigkeiten. Die ganze zeitgenössische Musik funktioniert ja eigentlich fast ausschließlich aus Freiberuflern. Also die ganzen Ensembles sind ja auch in aller Regel nicht mit Festanstellungen organisiert. Und die alte Musik funktioniert ja eigentlich, also historisch informierte funktioniert ja eigentlich auch in größeren Ensemble-Kontexten freiberuflich. Dann die ganze Kammermusik funktioniert freiberuflich und das ganze Solistendasein ist ja ohnehin freiberuflich. Also diese Festanstellungen, ich weiß nicht, wie viel Prozent, das weißt du wahrscheinlich, wie viel Prozent der Musiker überhaupt, die auf der Bühne sind, überhaupt in Festanstellungen leben. Also ich möchte Sie vielleicht auffordern, dass Sie mal schätzen, von den Absolventen eines Instrumentalfachs, also eines Orchesterinstruments an der Musikhochschule, was glauben Sie, wie viele davon auf eine feste Orchesterstelle hoffen können? Glauben Sie, es sind 20%? Glauben Sie, es sind 50 oder 80? Ich glaube, meine Frage ist schon fast rhetorisch. Es sind 20% tatsächlich. Das heißt, die meisten werden tatsächlich ihren Platz woanders finden können. Was muss man denn als freiberuflicher Musiker denn heutzutage können, außer hervorragend sein Instrument zu spielen oder zu singen, um sich behaupten zu können? Man muss erst mal, da möchte ich trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen, und das scheint meine Rolle jetzt gerade zu sein, immer einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, es braucht erst mal so eine Alternativlosigkeit der Berufswahl, um überhaupt die Geduld und die Ausdauer zu haben, immer dran zu bleiben. Also wenn ein junger Mensch 5 Ideen hat, was er studieren möchte, von Jura über Cello bis Medizin oder Soziologie und sagt, alles würde ihm gleich oder ihr gleich viel Spaß machen, dann weiß ich nicht, ob die Ausdauer für das Cello-Studium reichen würde, wenn nicht die Begabung in die Wiege gefallen ist, sage ich jetzt mal. Und üben müssen doch die allermeisten Musiker. Insofern diese Alternativlosigkeit oder wie Nils Mönkemeyer das unlängst formuliert hat, da ging es nämlich um die Zukunft junger Musiker in diesem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung,
Und wie sich das durch die Corona-Lage noch mal verschärft hat. Er sagte da, es findet eine darwinistische Auslese statt. Und er sagt, es gibt etwas, das größer ist und erklärt, warum man etwas macht, weil man es eben machen muss. Wer das in sich fühlt, wird immer Künstler bleiben. Genau diese Personen werden auch in Zukunft weiterhin eine Chance haben. Das ist, glaube ich, neben dem Üben eine der Grundvoraussetzungen. Und dann, da habe ich mir ein paar Notizen gemacht, gibt es ein ganzes Bündel, eigentlich wie eine Art Blumenstrauß an außermusikalischen Kompetenzen oder Faktoren. Eigentlich sind es nicht mal alles Kompetenzen, sondern es sind Faktoren, die einen großen Einfluss auf Beginn, aber auch auf Verlauf der Karriere haben. Und da gehört eine Menge zu den Persönlichkeitsdingen. Ich nenne das jetzt einfach mal ganz flapsig Dinge. Der Wille, sich weiterzuentwickeln. Das trifft das Instrument, aber auch das Außermusikalische. Es beginnt auch mit sich selber kennen, sich ein Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein zu erarbeiten, dann den Musikmarkt zu kennen und zu recherchieren, mit Menschen umzugehen, also die Kontaktfähigkeit oder wie die Angelsachsen immer sagen, People Management, was ich einen wunderbaren Begriff finde, weil er eigentlich alles sagt. Einfach auch der Umgang mit Menschen. Wir sind ein sehr kleiner Betrieb im Musikbusiness. Die Chance, dass man sich wieder trifft, ist relativ hoch. Also eigentlich müssen wir uns alle dauernd gut benehmen und auch im Umgang sowohl bei Proben, Konzerten als auch im, ich nenne es jetzt mal Geschäftsgespräch, freundlich sein. Und damit sind wir eigentlich bei einer Schlüsselkompetenz. Das Networking ist, glaube ich, eine der Schlüsselkompetenzen schlechthin während des gesamten Berufslebens. Kann man denn so etwas an einer Musikhochschule lernen? Oder muss man das eigentlich schon als Grundvoraussetzung, als Begabung mitbringen? Ich frage mich, ob sich so etwas entwickeln lässt. Ach so, was kann man üben? Also ich glaube, all diese außermusikalischen Faktoren sind so viel einfacher, das ist wie eine Art Fingerübung eigentlich. Also ein Instrument zu lernen ist wesentlich schwieriger und komplizierter als Networking zu üben. Jetzt frage ich mal anders, wird so etwas an Musikhochschulen gelehrt? Ob man das lehren kann oder nur üben kann mit Menschen, die einem wohlgesonnen sind und die einem den geschützten Raum geben, sowas zu üben, das weiß ich nicht, ob eine echte Lehre da möglich ist. Aber in Workshop-Form gibt es verschiedenste Musikhochschulen, die sowas machen. Also ich darf vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zurückgehen auf, dass du mich vorgestellt hast, das ist wunderbar. Und ich würde jetzt mal die Hochschulen erwähnen, von denen ich, an denen ich tätig bin. Also ich unterrichte, unterrichten würde ich es eben schon mal nicht mehr nennen, sondern ich habe Lehraufträge für Career Development, wie auch immer man das an den unterschiedlichen Hochschulen nennt, in Hannover und in Frankfurt, ab und zu mal in Bern oder in Basel, also in der Schweiz auch ab und zu und an der Kronberg Academy. Und da haben wir durchaus den Raum, den Studierenden so eine Art Starthilfe zur Orientierung im Musikbusiness zu geben. Und dazu bekommen die auch Aufgaben, wo sie das regelrecht üben, untereinander mit uns. Und das klappt sehr gut. Eine dieser Aufgaben, um es mal ganz praktisch zu sagen, ist die Studienanfänger. Ich nehme jetzt mal Frankfurt raus, dort müssen, es ist ein Pflichtfach dort, dort müssen die Studienanfänger im dritten, vierten Semester einen Credit Point bei uns machen. Das heißt, sie machen zwei Workshops und kriegen drei Individualberatungen und müssen ein paar Hausaufgaben machen. Und dann kommen sie im siebten, achten Semester wieder und dann arbeiten wir ein bisschen intensiver dran. Aber eine Aufgabe zum Beispiel ist, dass wir so eine Art Studientagebuch entworfen haben, wo es zu unterschiedlichen Themen Aufgaben gibt. Und das Thema Kommunikation heißt, dass sie sich einen Menschen aus dem gewünschten Berufsfeld
Orchestermusiker suchen sich einen Orchestermusiker, Pädagogen suchen sich vielleicht einen Pädagogen, die solistisch tätig werden sollen, suchen sich einen Solisten. Und sie müssen sich ein, besser zwei oder drei Menschen suchen, die sie bisher nicht kennen persönlich und die nicht an der gleichen Hochschule unterrichten, und müssen ein Interview mit denen führen zum Thema, was kann ich denn jetzt schon tun im Studium, was meine Wünsche für das Nachstudiumleben unterstützt. Mhm. Sei es Wettbewerbe, sei es Meisterkurse, sei es egal was. Und dann müssen Sie dieses Gespräch reflektieren, sagen, was wurde Ihnen geraten? Heißen Sie das gut, was da geraten wurde? An was werden Sie sich halten und in welchem Zeitrahmen? Und welche weiteren Kontakte ziehen Sie daraus? Das ist eigentlich schon eine sehr schöne Konzeption mit Blick auf Richtung Role Model. Denn es ist ja ein Kritikpunkt, der immer wieder geäußert wird an Musikhochschulen, dass die Unterrichtenden, also die Professoren, nicht die Role Models sind, die die jungen Musikerinnen und Musiker brauchen. Nämlich, das sind meistens entweder gefeierte Solisten oder eben Leute mit sehr gut dotierten festen Orchesterstellen oder festen Ensemblestellen. Und das ist ja nicht das Berufsbild, das der Mehrheit der Absolventen von Musikhochschulen entsprechen wird. Das heißt, wenn Musiker sich dann und Musikerinnen sich sozusagen ihre Role Models außerhalb der Hochschule suchen müssen, dann ist das vielleicht schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ist denn das verpflichtend, jetzt du sprichst von der Frankfurter Musikhochschule, ist es dort verpflichtend, diese Übung zu machen? Ja, also das in Frankfurt gehört es dazu, das ist Pflicht, und es ist auch an den allermeisten Hochschulen gibt es Fächer, die verpflichtend sind, die in diese Beruf, das heißt mal Berufsweltorientierung oder es heißt Career Development oder an der Kronberg Academy heißt es Backstage Performing, da machen wir sogar Interviewtraining mit den jungen Solisten, mit einem Kollegen von dir vom Bayerischen Rundfunk gemeinsam. Ich glaube, dass es im Zuge des Bologna-Prozesses an einigen oder an den allermeisten Hochschulen ähnliche Angebote gibt, was für meine Begriffe noch fehlt an vielen Hochschulen. Und diese Idee habe ich nicht erfunden in Deutschland, sondern die habe ich aus Großbritannien mitgebracht, weil dort gibt es das schon lange, ist eben dann die Individualberatung, dass die Studierenden quasi über die ganze Zeit des Studiums die Möglichkeit haben, zeitweise verpflichtend, und dann dazwischen dürfen sie aber auch quasi freiwillig sich immer wieder anmelden und sagen, ich stehe jetzt an diesem Punkt. Es geht ja immer bei einer Beratung darum, was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele, wo stehe ich im Augenblick, und dann macht man wie eine Art Brainstorming miteinander und überlegt, was könnten die nächsten Schritte sein. Dann, und das war die Idee der Studierenden und ist auch an vielen Hochschulen die Idee der Studierenden, dann macht man so eine Art Zielvereinbarung ganz grob und dann vereinbart man einen neuen Termin und sie berichten dann wieder darüber, die Studierenden, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Und so haben sich langfristige Gespräche schon entwickelt vom ersten Semester bis eine frühere Studierende wurde jetzt gerade Korrektorin an einer Hochschule. Insofern sieht man auch, wie lange ich das schon eigentlich nebendran mache. Aber in Großbritannien war das schon seit 30 Jahren machen manche Hochschulen das. Also das ist im Grunde genommen dann systematisch eine Individualberatung, die mit zum Studium dazugehört für jeden einzelnen der angehenden jungen Musikerinnen und Musiker. Verpflichtend dann auch, dass sie sich auch beraten lassen, dass sie sich sozusagen, es fördert wahrscheinlich auch die Selbstreflexion, dass sie darüber nachdenken. Das ist ein Teil, was wir auch abfragen immer, aber wir brauchen jetzt nicht nur über diese Sachen, die ich da mache, spreche. Also das ist auch das, was wir sagen. Das machen wir schriftlich auch mit den Leuten, sowohl mündlich als auch schriftlich, dass wir sagen, wo steht ihr, wo träumt ihr euch hin, wenn ihr
50, 70 oder 80 Seiten. Manchmal ist nämlich das von hinten nach vorne gedacht viel einfacher zu systematisieren, als zu sagen, wo möchten Sie in 5 Jahren stehen. Aber ich möchte noch mal auf das, was du vorhin gesagt hast, zu dem Role Model. Manchmal ist der gefeierte Solist gar nicht das Role Model oder der gut dotierte Orchestermusiker oder Musikerin. Ich weiß nicht. Ich denke tatsächlich, dass ein Hauptfachlehrer im Idealfall, und ich glaube, davon gibt es ganz viele, egal wie ihre eigene Karriere verläuft, was auch immer Karriere heißt, es gibt ja nicht die Karriere. Ja, ja. Ich glaube, der Hauptfachlehrer oder die Hauptfachlehrerin fördern im Idealfall, also erstmal erkennen sie, glaube ich, in aller Regel sehr genau die individuelle Begabung und Motivation und fördern sie in aller Regel auch nach bestem Wissen und Gewissen. Was ich finde, was noch oben drauf kommen muss, und das machen, glaube ich, auch sehr viele, ist, dass es eben nicht nur darum geht, das technische oder musikalische Rüstzeug mitzugeben, sondern auch so eine Art bedingte psychologische Führung für die Zeit des Studiums zu übernehmen, weil es ist ihnen ja auch ein junger Mensch anvertraut, um dann auch gemeinsam Ziele zu setzen, diese Ziele wieder auch zu evaluieren und auch über unterschiedliche Wege zu diskutieren. Also diese individuelle Betreuung, das sehe ich schon, dass ganz zu Recht führst du das hier aus, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Nun ist es ja sowieso etwas, was wir im Musikstudium ja haben mit dem Einzelunterricht. Ja. Aber gerade der Einzelunterricht ist ja an den Musikhochschulen sehr in die Kritik geraten. Also es wird ja immer wieder angemahnt, das sei eine Blackbox, niemand sieht da hinein und wer weiß, was da passiert. Und Missbrauch ist ja auch passiert. Also das sind Dinge, die da sieht man nicht hinein. Es sind natürlich Einzelfälle und trotzdem Einzelunterricht, Einzelbetreuung, Individualbetreuung im Musikstudium ist ein Begriff, wenn man so etwas sagt heutzutage, dann wird das eher kritisch betrachtet. Man kann ja aber nicht darauf verzichten, gerade im künstlerischen Hauptfach, denke ich. Wie siehst du diese Problematik des Individualen? Natürlich, so wie du das beschreibst, klingt das wäre ideal, aber es passiert eben nicht immer in einem Einzelunterricht auf diese Art und Weise. Es gibt sicher auch Lehrer, die sich nicht so viel darum scheren, die tatsächlich eher dahinter sind, dass man fleißig übt und sein Instrument beherrscht und so weiter. Und dann gibt es auch noch diese Blackbox, eben die gibt es auch, wo Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Das wissen wir ja mittlerweile. Das gibt es, glaube ich, nicht nur an der Musikhochschule, das gibt es, glaube ich, in allen Bereichen der Gesellschaft, diese Blackbox-Geschichten. Eigentlich würde ich jedem jungen Menschen so viel Selbstbewusstsein wünschen, dass wenn er oder sie in eine missliche Lage kommt oder auch schon eine unsichere Lage oder an Menschen gerät, die keine Sicherheit vermitteln oder Unsicherheit vermitteln, dass man dann ein soziales Umfeld hat, wo man darüber sprechen kann und im Zweifelsfall wieder auf die Musikhochschule gedacht, den Lehrer oder die Hochschule wechselt. Ich glaube tatsächlich, dass es da auch an den Hochschulen mittlerweile einen Wandel gegeben hat, ebenso wie mit dem vorher, was du angesprochen hast, mit dem Career Development, dass das mittlerweile an den meisten Hochschulen integriert ist, dass auch aus den Lehren, die man gezogen hat, aus den Dingen, die eben passiert sind, es mittlerweile Kontrollmechanismen gibt, die wurden eingeführt, dass man mit solchen Dingen besser umgehen kann. Natürlich ist es nicht möglich, den Einzelunterricht, der ist nicht verzichtbar in der Musikausbildung, denke ich. Also ich würde das schade finden. Es gibt ja mittlerweile solche Formen wie Teamteaching. Das ist, also ich denke ja, so eine Klassenstunde ist ja auch eine Art des Teamteachings, aber also wenn, ich kann es jetzt besser sagen, ich bin keine Instrumentalistin, ich bin keine Künstlerin, ich muss das jetzt so sagen, wie ich das für das Fach, was ich an verschiedensten Hochschulen immer wieder
die Freude habe, es als Gastdozentin unterrichten zu dürfen oder einen Einblick bekommen zu dürfen. Ohne die Individualberatung halte ich das, was ich an den Hochschulen tue, für ineffektiv. Und wir haben tatsächlich ganz bewusst geschlossene Türen, damit es ein geschützter Raum ist, in dem Studierende sich tatsächlich auch äußern können, in der Sicherheit, dass nichts, was da besprochen wird, nach draußen geht. Mhm. Weil es eben um verschiedenste Karrierenthemen geht, aber eben auch um Wünsche und Dinge, die im Augenblick nicht funktionieren. Und wäre das nicht mehr möglich? In Bern zum Beispiel ist an den Zimmern, wo man unterrichtet, ist jetzt immer eine Glasscheibe. Ich weiß nicht, wie das in München ist. Da sitzt man und ist immer von außen einsehbar, aber es ist akustisch geschützt. Mhm. Das finde ich eine relativ gute Lösung. Wobei man auch, glaube ich, hier wieder betonen muss, dass die Dinge, die passiert sind, tatsächlich vermutlich Einzelfälle sind. Es gibt auch Studien darüber, wie zufrieden oder unzufrieden Studierende mit Einzelunterricht in der Musikausbildung oder an der Musikhochschule sind. Und die Zufriedenheit ist doch sehr hoch in der Regel. Wenn allerdings dann es Missstände gibt oder Dinge, die nicht gut laufen, dann wird es meistens relativ dramatisch. Das ist dann in der Regel das Problem. Ja, wir wollen jetzt aber auch Studierende zu Wort oder zu Ton kommen lassen. Wir haben nämlich hier auch eine kleine musikalische Einlage oder genau genommen sogar zwei. Und ich darf jetzt das Munich Tetra Brass auf die Bühne bitten. Munich Tetra Brass ist ein Ensemble, das an der Münchner Musikhochschule gegründet wurde vor 3 Jahren, 2018. Die 4 jungen Herren studieren an der Münchner Musikhochschule im Master Kammermusik. Und ich darf sie jetzt namentlich noch nennen. Es sind Luca Chichet und Aljoscha Ziro, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, an den Trompeten. Dann haben wir Christian Traute an der Posaune und Jakob Grimm an der Bassposaune. Und Jakob Grimm wird uns jetzt noch das Vergnügen bereiten, uns etwas über das Stück erzählen, was Sie gleich spielen werden. Und wir beide setzen uns jetzt mal darüber, damit wir nicht weggeblasen werden. Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Sie werden nun Quattro von Sofia Gubaidulina hören. Sofia Gubaidulina ist vor 2 Wochen circa 90 Jahre alt geworden, gilt als eine der bedeutendsten Komponistinnen unserer Zeit. Und das Interessante ist auch mit dem Stück Quattro, das ist 1974 entstanden, ungefähr 8, 9 Jahre, nachdem ihre Musik in der UdSSR verboten wurde, da sie nicht mehr systemtreu genug war, obwohl sie eigentlich am Anfang ihrer Kompositionskarriere gefeiert wurde und auch an dem Konservatorium in Moskau mit sämtlichen Stipendien überhäuft wurde. Und aber diese Zurückweisung, auch kombiniert mit natürlich diesem politischen Terror in der UdSSR, haben Sofia Gubaidulina extrem geprägt in ihrem Stil. Sie hat einen ganz rauen Stil bekommen, sie kann sehr gewalttätig sein und das alles vereint sie in Quattro und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Thank you.
Vielen Dank, das war Munich Tetra Brass. Sie können übrigens gerne auch den jungen Musikern hier, den Studierenden von der Münchner Musikhochschule, Fragen stellen. Wir werden gleich zwei von Ihnen bei uns haben und Sie können auch Ihre Statements zu Ihnen abgeben. Jetzt ist es so, wenn wir über das Musikstudium sprechen, das ist ja nicht ein Studium wie jedes andere. Wir hatten das vorher schon kurz angesprochen. Ich glaube nicht, dass es viele Berufe gibt, wo man schon im Kindergartenalter zum Teil oder dann spätestens im Grundschulalter anfängt, sich mit den Dingen zu befassen, die einmal zum Beruf gemacht werden. Aber so ist es bei einem Musikstudium, wenn man ein Instrument studiert. Ich weiß nicht, wie das bei Bläsern ist. Wir werden das gleich erfahren. Wir werden das vielleicht noch fragen. Bei Streichern ist es auf jeden Fall so, da liest man immer wieder mit 3 Jahren angefangen, Violine zu spielen und so. Also ich glaube nicht, dass es viele Berufe gibt, dass es im Kindergarten Kinder gibt, die später Ingenieur werden und da schon Spielplätze konstruieren oder sich Gedanken darüber machen, wie Spielgeräte aussehen können oder Ähnliches. Das ist doch schon etwas sehr Spezielles. Also das Engagement ist ein großes. Und wenn Sie nun also fertig sind, dann würde ich gerne Lukas Schische und Jakob Grimm zu uns bitten. Und würden Sie vielleicht gleich gerne fragen, diese Frage, wann haben Sie denn angefangen mit Ihren Instrumenten? Wann haben Sie angefangen zu spielen? Also ich glaube, ich habe mit 7 Jahre alt eigentlich angefangen. Das kommt eigentlich für Blechbläserinstrumenten. Es geht um die Zähne eigentlich, wenn sie schon, wie sagt man das auf Deutsch? Also wenn man seine erwachsene Zähne schon hat. Die zweiten Zähne. Die zweiten, einfach, die ganz, ganz einfach, die zweiten Zähne. Genau, ja. Ja, bei mir war es eher ein bisschen untypisch. Ich habe erst mit 17 angefangen und war damit relativ spät. Aber bei Blechblasinstrumenten geht das noch. Mhm. Sie haben dann wahrscheinlich vorher noch etwas anderes auch musikalisch gemacht, oder nicht? Haben Sie tatsächlich erst mit 17 zur Musik gefunden? Nee, ich habe ein bisschen Bratsche gespielt davor. Ah, okay. Also, ist ja klar. Und Bratsche ab wann? Ja, schon auch so, seit ich 8 war ungefähr. Mhm. Ja, also das sieht man. Man fängt schon sehr, sehr früh an, wenn man als Musiker eine Karriere anstrebt. Und wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Berufsaussichten sind, nämlich durchaus schwierig. Wobei ich mir, glaube ich, um Sie beide keine Sorgen machen muss. Man hat schon gesehen, da ist einiges los. Und Sie stehen ja zum Teil auch schon mit einem Bein im Berufsleben. Darüber sprechen wir gleich. Aber ich würde Sie gerne fragen, wenn jetzt Ihr Sohn oder Ihre Tochter, unabhängig davon, ob Sie welche haben, zu Ihnen kommt und sagt, Mama, Papa, ich möchte Musiker werden, ich möchte Musik studieren. Mich würde interessieren, mit welchen Gefühlen Sie darauf reagieren, mit welcher Haltung Sie darauf reagieren, was Sie sich dabei denken. Es ist ja nicht, es ist doch eine ziemlich schwierige Entscheidung. Ihr habt jetzt ein Stück neue Musik gespielt, Sofia Gubaidulina, Quattro. Das ist gerade vielleicht nicht etwas, was man mit einem Bläserensemble assoziiert. Wie seid ihr denn darauf gekommen? Oder ist das überhaupt, habt ihr Schwerpunkt neue Musik? Ist das irgendwie so ein besonderes Steckenpferd von euch? Also grundsätzlich nicht. Also wir sind erstmal alle, ich glaube, also der Jakob als Jazzer, aber sonst alle eigentlich eher als Orchestermusiker erwachsen worden, würde ich sagen. Aber jetzt ist es deswegen unser Ziel, einfach andere Sachen als Blechbläser zu entdecken. Also ich meine, wir sind nicht der Erste, Gott sei Dank, aber diese Weg einfach vielleicht ein bisschen weiter zu machen. Und natürlich ist neue Musik dann ein großer Punkt, wo wir alle Interesse haben. Und deswegen haben wir gedacht, ja, dieses Stück wäre genau eigentlich, weil das ist genau ein Stück für unsere Besetzung. Also 2 Posaunen, 2 Trompeten. Es ist original. Es ist wirklich eine Originalbesetzung für uns. Deswegen, das kommt nicht unter Frage, dass wir das nicht spielen würden. Also, genau. Das heißt, es gibt keine Spezialisierung auf neue Musik bei Munich Tetra Brass.
der eigentlich, also der wirklich Spezialisierung nur auf neue Musik haben wir nicht. Da gibt es einfach andere Ensembles, die das besser und intensiver machen, also im Blechbläserbereich, zum Beispiel Ensemble Schwerpunkt. Und bei uns ist, muss man ja sagen, ist quasi unser Kern, also der Kern oder unseres Repertoires steckt eher in der Spätromantik, was wir auch später hören werden. Und, aber was man natürlich sagen muss, ist, also irgendwann ist das Blechbläser-Repertoire sehr schnell erschöpft im Gegensatz zu anderen. Und genau, also deswegen interessieren wir uns sehr für neue und zeitgenössische Musik, aber es ist nicht unser ausschließliches Interesse. Ich habe den Eindruck, dass euer Ensemble generell sehr vielseitig ist. Ihr macht ja auch Projekte im digitalen Bereich. Ihr habt jetzt während der Corona-Zeit, so meine ich, ist das, korrigiert mich, wenn das falsch ist, dieses Format, dieses digitale Format Peter und der Wolf entwickelt, was speziell für ein Blasensemble etwas ungewöhnlich ist. Vielleicht eine Frage an dich zwischendurch, Katrin. Hältst du Spezialisierung für einen Musiker oder für eine Musikerin in dem Berufsleben, das die Künstler erwartet, dann wichtiger als Vielfalt oder Vielfalt wichtiger als Spezialisierung? Oder ist beides wichtig? Kommt drauf an, würde ich sagen. Ganz. Es kommt einmal auf die Interessen drauf an, aber ich glaube, generell kann man sagen, es kommt eigentlich kein Musiker mehr drumherum, Gott sei Dank, die ganze Repertoirevielfalt zu mögen. Mhm. Ich hoffe, zu mögen. Nicht nur zu spielen, sondern auch zu mögen. Mhm. Also sowohl im Orchesterbereich ist es ja so, dass in den allermeisten Orchestern ein viel, viel größere Repertoirevielfalt herrscht. Bei den Solisten gibt es, also in diesem Solistinnenmarkt, gibt es nur noch ganz wenige, die nur noch, also wenn man jetzt mal an Geigerinnen denkt, Geiger und Geigerinnen, die wirklich nur noch romantisches Repertoire spielen. Da spielen eigentlich die allermeisten auch zumindest einen Teil des zeitgenössischen Repertoires. Und die allermeisten sind heute auch zumindest historisch informiert. Also es geht ja in beide Richtungen, zum zeitgenössischen bis zum historisch informierten. Und es trifft auch wieder eigentlich vom Solisten, Kammermusik bis in den Orchesterbereich. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also Vielfalt, das sieht man ja bei euch. Aber auch für den Orchesterbereich. Also, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich glaube schon, dass, also ich glaube, also wo ich zustimme ist, ich glaube, die, also man sollte vielseitig Interesse haben und man sollte auch wirklich alles mögen. Aber ich glaube, dass eine Spezialisierung auch wirklich sehr interessant sein kann. Also man sieht es ja gerade im freien Bereich, also ein Beispiel zum Beispiel in der alten Musik, Jordi Savall mit seinem Ensemble. Ja. Ich meine, die würden nie ein zeitgenössisches Musikstück spielen, aber dafür können sie einfach aus ihrer Epoche, das, was sie spielen, so unfassbar spielen. Dass oder Klangforum Wien. Oder Klangforum Wien, ja genau. Dass man einfach sagen müsste, das kann einfach Orchester, die quasi alles spielen wollen, einfach nicht machen, weil ich meine, am Ende sind es ja auch nur Menschen, die drin sitzen. Man kann nicht alles lernen. Ja, was ich aber positiv finde, ist, eine Zeit lang war diese Spezialisierung eben quasi wie so ein bisschen so in Richtung Pflichtprogramm. Man hat das eine oder das andere gemacht dann. Und im Augenblick sehe ich, dass die Spezialensembles, ob alt oder neu, ganz viel Tolles geleistet haben, dass sie es wie rückspiegeln auf Ensembles, die eben die größere Vielfalt haben. Ob sie jetzt das Neue im Spezialbereich so gut machen können wie andere, das sei dahingestellt. Also das ist vollkommen richtig, deswegen habe ich gesagt, sowohl als auch oder kommt drauf an. Ja, also ich glaube auch in einer Karriere, ist, man sieht das bei ganz vielen, also ganz viele Künstler, die, also man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich glaube, das ist ein bisschen, was du sagen wolltest. Also das ist schwer, sich in alle Bereiche sich zu spezialisieren, aber wenn man das auf eine ganze Karriere sieht, vielleicht, das ist zum Beispiel, wenn man den Beispiel Wynton Marsalis sieht. Ich meine, also der war der einer von den besten klassischen Trompeter, die es gab, in den 20. Jahrhundert. Und heute noch, aber heute mehr als Jazzer, als klassischer Trompeter. Aber der hat
selber erzählt, dass er das nie gleichzeitig gemacht hat. Mhm. Also, für, also als Trompeter natürlich, aber also für die zwei Stile, der hat einfach 10, 20 Jahre von seinem Leben einfach klassische Trompete gemacht und dann wieder Jazz und dann vielleicht wieder ein bisschen klassisch, aber genau, aber... Also das eine ist ja die Vielfalt im Repertoire, über die wir jetzt sprechen. Das andere ist die Vielfalt an Fähigkeiten, die man als junger Musiker heute haben muss. Was haltet ihr für wichtig? Ich meine, ihr habt beide mittlerweile auch berufliche Erfahrung. Ihr seid nicht nur Studierende, sondern ihr habt ja auch schon, wie ich es vorher schon sagte, steht mit einem Bein so ein bisschen im Berufsleben, habt auch schon Orchestererfahrung. Ich glaube, Jakob Grimm, Sie auch. Von Lukas Ischi weiß ich das. Was ist denn da aus eurer Sicht notwendig? Was muss ein junger Musiker heute drauf haben, abgesehen von Repertoirekenntnissen, abgesehen davon, diese Musik auch zu mögen, die man spielt? Was muss man so ein bisschen drauf haben und was davon kann man lernen? Ja, also ich glaube, lernen kann man viel, also gerade wenn es so um Stilistik geht oder wenn es einfach um technische Fähigkeiten geht. Aber ich glaube, also das, was man einfach mitbringen muss, wenn man das wirklich machen möchte, ist einen gewissen Biss und einfach, also ein Lehrer von mir hat mal gesagt, so, wenn man Profimusiker werden will, dann muss der Wille so stark sein, dass es kein Problem ist, 7 Tage die Woche zu üben und das jahrelang und einfach dieses, zum Beispiel das Konzept Wochenende, nicht als Konzept Wochenende auffasst, weil das gehört einfach nicht mit dazu, weil es einfach zum Beispiel bei uns Blechbläsern einfach ganz speziell um Muskulatur geht und Muskulatur muss einfach trainiert werden oder braucht dann auch aktiv Pause, aber dafür gibt es kein soziales Raster, wie wir das haben zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Das ist diese Alternativlosigkeit. Das über deckt die wir sich mit dem, was du vorher haben. Gesagt hast, genau. Trotzdem gibt es, denke ich, und das dürfen wir nicht ausblenden, Musikerinnen und Musiker, die die Hürde einer Aufnahmeprüfung an eine Musikhochschule schaffen und dann doch nicht in dem Beruf reüssieren können am Ende, wenn sie das Studium abgeschlossen haben. Das gibt es. Darf ich fragen, was reüssieren heißt? Ja, genau, das wäre auch eine wichtige Frage. Was ist denn überhaupt, was definiert man als Erfolg? Wann ist man erfolgreich als Musiker? Oh, das kann ich leider nicht beantworten, aber würde ich gerne. Aber nee, ich glaube, ja, das ist einfach, ich glaube, ja, wie der Jakob gesagt hat, es ist wichtig, diese Will zu haben und ja, einfach, wie sagt man das, immer Lust haben, einfach neue Sachen zu entdecken. Also ich glaube, wenn man das nicht hat, also für mich persönlich, das gehört einfach dazu. Also als Musiker muss einfach neugierig sein und immer, okay, also auch wenn eine Musik zum ersten Mal man nicht gefällt oder vielleicht sich nochmal interessieren und dann sagen, okay, doch nicht, aber vielleicht doch schon. Also genau, ich glaube, das gehört einfach dazu. Also für mich vielseitig zu sein ist auch toll. Also ich würde ungern, ich habe schon ein bisschen im Orchester gespielt, aber würde ich auch wieder gerne auf eine lange Zeit, aber nur das würde ich auch nicht gerne. Also würde ich ungern. Persönlich, es gibt Leute, die einfach eine Sache machen wollen und sind damit glücklich und das ist auch wunderbar. Für mich wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger vielleicht, aber auch viel interessanter. Nein, im Gegenteil. Ich würde sagen, also, das macht es leichter, denn das ist das, was heute meistens passiert, wenn man im Beruf als Musikerin oder Musiker landet, nämlich diese Portfolio-Karrieren, dass man sich das zusammenbaut aus Orchesterspielen, Kammermusik, freie Arbeit, aber auch natürlich Unterrichten. Also ich finde, was auf jeden Fall man im Studium, also was ich auf jeden Fall gelernt habe, auch durch so viele Jugendorchester und so zum Beispiel, dass man lernt auf jeden Fall, okay, wie sieht es aus eigentlich? Also diese ganze Fächer, Kammermusik, Orchester, vielleicht unterrichten, wenn man pädagogisch studiert, dann weiß man vielleicht, okay, das will ich schon machen oder doch nicht. Weil ich glaube, das ist auch der Punkt, bevor man in die Musikhochschule kommt, dann weiß man manchmal nicht, was ist das eigentlich, Orchester spielen oder Kammermusik. Also man denkt als Junge, 15 Jahre, oh, Orchester, geil und so. Und dann
kommt man erstmal in mein Orchester rein und dann sagt man, oh, vielleicht nicht meine Atmosphäre. Also zum Beispiel, es kann auch passieren. Und ich glaube, das passiert manchmal auch beim Studenten, also denke ich mal. Da hilft das Studium dann also auch, eine Entscheidung zu treffen, indem man solche Erfahrungen sammeln kann. Kann man die denn überhaupt im Studium sammeln, generell? Ja, also natürlich. Also kann man auf jeden Fall sammeln im Studium. Und ich denke aber auch, dass zu der Diskussion vielleicht noch eine Sache. Ich meine, also natürlich gibt es in Musik einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die das Studium abbrechen oder vielleicht nach dem Studium was anders machen. Aber wir sollten ja auch nicht vergessen, das ist in jedem Studienfach ja eigentlich so. Also und es gibt, glaube ich, gerade heutzutage viele Karrieren, die ja nicht mehr ganz so geradlinig verlaufen, sondern wo sich vielleicht noch Sachen verändern. Und also ich würde es jetzt nicht unbedingt problematisieren, dass das sich, wenn sich jemand danach irgendwo anders hinbewegt. Aber wir haben natürlich jetzt gerade während der Corona-Zeit gesehen, dass es gerade freien Musikern dann auch schlecht ging. Und ich glaube nicht, dass es ihnen nur wegen Corona schlecht ging, dass es generell auch einfach sehr viel prekäre Existenzen in diesem Beruf gibt. Auch unter Musikhochschulabsolventen, dazu gibt es auch Studien. Ich glaube zwar nicht, dass ihr das brauchen werdet, Lukasz und Jakob Grimm, aber trotzdem die Frage, habt ihr einen Plan B, wenn es irgendwie mal nicht klappen sollte mit der Musik? Die Frage kenne ich. Ja, ich weiß. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja. Friedrich. Vor ein paar Monaten. Nee, und jetzt fällt mir gar nicht mehr ein, was ich da damals geantwortet habe. Schade. Die Antworten können sich auch ändern. Die müssen nicht immer gleich bleiben. Vielleicht haben Sie mittlerweile darüber nachgedacht. Ja, nachgedacht schon, aber dann die Lösung zu finden, ist was anderes. Nee, also ich glaube, was ich geantwortet habe, hatte einfach war, also als Kind wusste ich schon, ich werde Musiker und ich habe immer gedacht, okay, wegen eigentlich dieser vielseitigen Sache werde ich immer was finden, was mit Musik zu tun hat. Aber dass es unterrichten ist oder Kammermusik spielen oder Orchester spielen oder vielleicht in einem Kulturbereich arbeiten, habe ich immer gedacht, da werde ich auf jeden Fall was finden. Natürlich, wenn keine Musik auf der Erde gibt, also das ist natürlich, das macht das natürlich schwieriger, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Genau, also weiß nicht, wie es bei dir ist. Also bei mir ist es anders. Also ich habe einen Plan B. Aber es liegt auch einfach daran, im Gegensatz zu Luca, also ich wusste nie, dass ich Musiker werde. Das ist passiert, muss man einfach so sagen. Und ich habe das auch eigentlich erst in meinem dritten Semester bemerkt, weil bis zu dem Zeitpunkt war ich der festen Überzeugung, dass ich das wieder aufhöre. Und deswegen gibt es einen Plan B und ja, so ist das. Sehr schön. Was ist der Plan B, wenn ich fragen darf? Das verrate ich nicht. Gut. Ich möchte noch mal gerne auffordern, weil bisher keine Fragen und keine Statements hier eintrudeln. Trauen Sie sich. Fragen Sie und sagen Sie uns auch, was Sie sich wünschen von Musikern. Denn Sie haben jetzt hier zwei junge Musiker sitzen und vielleicht können Sie ja ein bisschen, wenn Sie mal eine Vorstellung haben, ich möchte mal nicht nur eine makellose Aufführung erleben, wenn ich ins Konzert gehe, sondern ich möchte auch ein bisschen was zu dem Stück erfahren, so wie wir es eben gerade bei Sofia Gubaidulina hier erlebt haben. Ich möchte auch vielleicht mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten, wie man sich der Musik annähern kann, außer einfach nur ins Konzert zu gehen, wie es bisher ist. Und ich denke, das ist etwas, was uns auf jeden Fall erwartet in der Entwicklung des Musikbetriebs, dass man sich wird auch neue Formen überlegen müssen. Und ihr habt das ja getan. Ihr habt jetzt während Corona, ich sagte schon vorher, diese Geschichte mit Peter und Der Wolf gemacht, das ist ein digitales Projekt. Könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was genau habt ihr da entwickelt? Auf die Idee gekommen sind wir ganz einfach. Uns ist einfach passiert, wie allen Musikern auch. Wir sind im Lockdown gesessen und konnten einfach nicht mehr so arbeiten, wie wir das bis zu dem Zeitpunkt gewohnt waren. Und wir hatten einfach für uns beschlossen, dass Jammern und Betteln nichts bringen wird, sondern wir einfach schauen wollen, wie wir das trotzdem möglich machen können. Und dann haben wir eben beschlossen zu sagen, okay, wir entwickeln ein Kinderkonzertformat
virtuell über Zoom. Aber was wichtig war, ist quasi, wir wollten eben kein Livestream-Konzert per se machen, dass es einfach ist, man schaut sich wie einen Film an, sondern es hatte mit Interaktion zu tun. Wir hatten eine App dazu entwickelt, wo die Kinder quasi live Fragen beantworten konnten, wo es live Reaktionen gab, die wir auch direkt sehen konnten, womit wir quasi relativ, also natürlich keinen normalen Kontakt wie mit Publikum hatten, aber einen sehr direkten Kontakt zu unserem Publikum hatten. Und man muss dazu sagen, dass sich quasi auch die Geschichte, also wir haben die so arrangiert, es kam alles an Musik vor, was in Peter und der Wolf vorkommt, aber die wurde nicht so erzählt, wie sie, wie wir sie das eigentlich kennen. Also je nachdem auch, wie Umfragen ausgegangen sind, konnte die Geschichte komplett anders sein. Es konnte passieren, dass die Ente nicht gefressen wurde am Ende. Es konnte sein, dass die Jäger gar nicht auftauchten oder sich vielleicht verlaufen haben. Und so war jedes Konzert einzigartig. Und es war ja eigentlich genau eben der Clou, den wir uns dabei überlegt hatten, weil genau das macht ja irgendwo ein Konzert auch aus, dass es eben eine Performance ist, die man nicht wiederholen kann. Und ich glaube, das ist uns damit ganz gut gelungen. Darf ich auch eine Frage stellen? Ja, bitte, unbedingt. Wie wurden denn dann die Kinder, also wie kamen die Kinder auf dieses virtuelle Konzert oder diese virtuelle Interaktion? Also auf die Interaktion kamen sie ganz einfach. Wir haben am Anfang, wenn die Eltern haben quasi, wenn sie sich angemeldet haben dazu, haben sie eine E-Mail gekriegt von uns mit einem Link. Also eigentlich war das quasi, dieses App war... ist eigentlich für Manager entwickelt worden, um Präsentationen weltweit zu streamen auf unterschiedlichen Devices, sodass man quasi keine Grenze hat zwischen iOS und Microsoft. Und das haben wir quasi für uns genutzt, haben das natürlich so ein bisschen kindlich umgearbeitet. Man hat da ziemlich viel Freiheiten damit. Und damit haben wir quasi einfach diesen Link verschickt, den haben dann quasi die Eltern auf ein kleines Gerät gelegt und das ist ja mittlerweile, muss man einfach sagen, jedes Kind kann sofort mit einem Tablet oder so umgehen, egal wie klein die sind, weil das einfach in ihrer Entwicklung sofort vorkommt, weil die Eltern machen es ihnen ja vor. Und wie kamen die Eltern auf dieses Angebot? Ganz unterschiedlich. Ganz am Anfang war es einfach so, wir haben über Facebook und Instagram Werbung gemacht, haben E-Mails verschickt, erstmal an Bekannte und Freunde, dann hat das natürlich ein bisschen größeren Bogen geschaffen und dann haben wir das Format aber auch verkauft. Zum Beispiel die Theatergemeinschaft hier in München hat, war einmal Veranstalter von so einem Konzert, unterschiedliche Vereine quer durch Süddeutschland, Musikschulen, Schulen, also es kam dann doch immer mehr, als wir dachten eigentlich. Das heißt, ihr habt eigentlich genau das gemacht, was du vorher genannt hast, nämlich Netzwerken, das, was immer schon notwendig ist. Ihr habt euch Netzwerke geschaffen, über die ihr das Projekt dann beworben habt. Ist das richtig so? Ja, aber das, also anders funktioniert es ja auch gar nicht. Wunderbar. Und die Skills, um zum Beispiel so eine App zu entwickeln, wie seid ihr da dran gekommen? Oder habt ihr da auch Netzwerke entsprechend der euch geschaffen, um da jemanden zu haben, der euch dabei hilft? Nee, das war eigentlich ganz einfach. Der Mann heißt Jakob Grimm. Nee, also das ist viel einfacher, als man sich das in irgendeiner Form vorstellt heutzutage. YouTube und Google sind dein größter Freund. Man kann sich alles ergoogeln und YouTuben und man muss nur Zeit reinstecken und ja, ein bisschen ausprobieren. Zeit gab es während der Corona-Pandemie genügend in dieser Phase. Gut, ihr musstet natürlich bei diesem Projekt auch noch andere Skills haben. Also es war ein ganzes Portfolio an Skills, auch diese vermittlerischen Fähigkeiten. Habt ihr dann, da das Ganze interaktiv war und das Konzert, wie ihr beschrieben habt, also je nachdem, wie die Einlassungen von außen waren, dann auch anders ausgegangen ist, wahrscheinlich auch improvisieren, musstet ihr auch improvisieren, oder? Überhaupt nicht. Also das Arrangement war einfach so angelegt, dass, also natürlich war das jedes Mal anders, aber man kann sich das vorstellen, einfach wie so wie so ein großer Stammbaum und es gab einfach unterschiedliche Fahrwege, die man gehen konnte und am Ende hat sich das wieder zusammengesetzt. Also es gab auch, waren so eine Art Bausteine, kann man sich das so vorstellen. Genau, also Peter und der Wolf ist schon geblieben. Also okay, wir sind gut. Nicht auf ein anderes Märchen gegangen. Ob mit oder ohne Ente am Schluss. Genau. Wir haben über das Studium gesprochen und wie viel Engagement dieses Musikstudium braucht für angehende Musikerinnen und Musiker. Und wie man schon sehr, sehr früh, das haben wir jetzt auch an diesen Beispielen her gemerkt, anfangen muss, sich mit Musik zu beschäftigen, wenn man da
Erfolg haben will. Jetzt ist das so, dass das ja auch einen elitären, sage ich mal, eine elitäre Dimension hat. Denn es gibt ja nicht viele Menschen, die von klein an die Musik herangeführt werden. Es braucht meistens ein Instrument, das man haben muss, das man spielen kann. Es braucht den Unterricht. Und so ist es, dass gerade aus der Öffentlichkeit, aus der Gesellschaft immer lauter und immer häufiger die Forderung kommt, dass Künstler sich auch sozial engagieren müssten. Ihr tut es auch. Ihr seid ja bei Live Music Now, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das etwas, was unter jungen Studierenden der Musik auch ein Thema ist? Wird das thematisiert? Vielleicht kann ich die Frage auch an dich geben, Katrin. Wird das auch thematisiert im Career Development, dass man sich auch als Künstler sozusagen um die Gesellschaft kümmern muss, dass man eine Verantwortung übernehmen muss? Das muss ja nicht gleich ein handfestes soziales Engagement sein, aber dass man sich einfach kümmert auch darum, was man der Gesellschaft zurückgibt für das Studium, das man bekommt. Es ist ja nicht nur im Musikstudium so, es ist in vielen Hochschulbereichen so, gibt es diesen Gedanken des Service Learning, dass man Bildung und soziales Engagement verknüpft und zwar auf eine Art und Weise, sodass das wirklich zusammengehört, dass man also durch soziales Engagement auch lernt. Ist das ein Thema im Career Development für angehende Musiker? Das bringen die jungen MusikerInnen eigentlich als Thema schon alleine mit. Da muss man gar nichts anregen. Mhm. Ob man das soziales Engagement oder Outreach-Projekte nimmt. Wenn man die Träume abfragt, dann, also wenn man über die Träume diskutiert, auch in der Gruppe, dann sind, würde ich sagen, mindestens bei 30% der Studierenden, die ich erlebt habe, sind auch soziale Themen. Der Gesellschaft zurückgeben ist vielleicht zu groß in der Formulierung, mhm. aber was geben? Mhm. Ob zurückgeben oder geben, ich würde es lieber als geben formulieren, mhm. denn als zurückgeben. Mhm. Wie seht ihr das? Ist das für euch ein Thema? Also wie gesagt, ihr seid bei Live Music Now. Das ist ja ein Verein, der sich genau mit solchen Fragen befasst. Der organisiert Veranstaltungen für Menschen, die sonst nicht in den Genuss von musikalischen Aufführungen kommen. Ist von der Yehudi Menuhin Stiftung. Wie ist das Thema für euch besetzt? Also ich kann das für mich erstmal sagen, ich glaube, Musiker freuen sich erstmal überhaupt, wenn sie Publikum haben. Deswegen ist es, also man fragt sich erstmal als Kind nicht, okay, für wen soll ich spielen? Für ein Publikum ist es natürlich klar. Und dann, wenn man älter wird, ja, also ich weiß, für mich in meinem Studium in Frankreich, für meinen Bachelor in Bordeaux, wurde das Thema eigentlich ziemlich viel angesprochen, auch in Jugendorchester. Ich war Mitglied im Nationaljugendorchester und es war genau ein wichtiges Thema eigentlich. Und deswegen da hatte ich schon im Gefängnis gespielt oder im Altenheim. Und so, ich hatte schon ein bisschen Erfahrung damit. Aber gut, ich meine, also wenn die Möglichkeit zu uns gab, da beim Live-Musik-Down vorzuspielen, wir haben sofort gesagt, ja, machen wir, weil, also, wie kann man das erklären? Also, wir haben uns einfach gefreut, da dabei zu sein, oder wie kann man das sagen? Also, ich glaube, ja, also die Motivation vorzuspielen war eigentlich weniger, also muss man auch einfach sagen, wir wussten gar nicht ganz genau, was es ist. Wir wussten einfach, dass Live Music Now in München einfach sehr viele vorspielen, ganz wenige Ensembles eigentlich nur genommen werden. Wir haben auch gar nicht eigentlich erstmal damit gerechnet, dass wir genommen werden, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also das war einfach auch so. Und haben uns eigentlich erst so im Nachhinein damit beschäftigt, was wir da genau machen müssen. Also ich weiß noch, wir waren auf einer Informationsveranstaltung und waren erstmal so, oh, na ja, da müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was wir überhaupt an Repertoire haben oder verwenden können. Und ich glaube auch, also ich stimme der Katrin zu, dass das, also so aus meiner Erfahrung, dass das zu groß gefasst, der Gesellschaft zurückgeben, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, was gerade, und das spielt ein bisschen mit rein, schon eine große Diskussion ist, vielleicht durch Corona auch noch mal ein bisschen als Brandbeschleuniger ein bisschen nach vorwärts gebracht, ist die Frage, wie bekommen wir Publikum in Zukunft überhaupt noch?
Und das hat natürlich schon was mit Bildung zu tun und musikalischer Bildung und auch eben wie, also für mich persönlich ist es einfach so, dass wenn, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn Kinder den Unterschied erfahren zwischen einer Live-Performance, egal was, egal welche Kunst, egal welches Musikgenre und YouTube, dann ist eigentlich schon viel gewonnen. Aber ich glaube, die meisten verwechseln einfach dieses, naja, ich brauche nicht auf ein Konzert gehen, weil ich habe hier YouTube. Und das ist einfach was, was in der Entwicklung, glaube ich, extrem weitergeht, bei sehr vielen Jugendlichen auch. Und ich glaube, das ist eigentlich mit einer der Hauptaufgaben, überhaupt mal eine Sensibilisierung dafür zu schaffen. Da sind wir ja dann bei den Vermittlungsprojekten, die genau immer weiter zunehmen, Gott sei Dank zunehmen und auch immer künstlerischer werden im Anspruch. Und da ist natürlich die Frage, was können Hochschulen da auch tun? Denn Musikvermittlung ist ein großes Thema, ganz sicher, aber ist nicht unbedingt integriert in die künstlerischen Fächer, in das, was man lernt, als jemand, der zum Beispiel ein Orchesterinstrument studiert. Ist das trotzdem vielleicht auch bei den Lehrern, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, auch einen eigenen, also einen Individualunterricht zu haben, einen Einzelunterricht zu haben, also einen Hauptfachlehrer, der einem auch das vermittelt, die Notwendigkeit solcher Skills, solcher Fähigkeiten, also vermittlerischer Fähigkeiten zum Beispiel, so wie ihr das vorher gemacht habt mit Sophia Gubaidulina, dass ihr zu dem Stück etwas erzählt habt, wobei ich sowieso noch nachfragen wollte, nachhaken wollte, gerade bei diesem Stück, was diese szenischen Elemente, welche Bedeutung die hatten, dazu habt ihr nämlich nichts gesagt. Also, aber die erste Frage vielleicht. Also zur ersten Frage, nein. Also ganz glasklar, nein. Aus meiner Sicht heraus. Weil ich finde, also es sind zwei Punkte. Also erstens muss ich sagen, also ich kann jeden Studenten verstehen, auch jeden meiner Kollegen verstehen, der ganz geradlinig den Weg Orchester verfolgen möchte und sagen, und ich meine, wir wissen alle, 20% der Leute kommen ins Orchester, das heißt, das ist natürlich ein Weg, den man von Anfang an sehr prägen muss, einfach natürlich dann auch Glück haben muss. Und man muss einfach seine komplette Zeit genau auf da einfach darauf fokussieren. Und also ich kann jeden verstehen, zum Beispiel, der so Sachen, die ich mache, einfach gar nicht machen möchte. Ja, das, also dafür habe ich absolutes Verständnis. Und zweitens muss ich sagen, es ist nicht die Aufgabe des Hauptfachlehrers, Interesse da zu wecken, sondern der Hauptfachlehrer hat schon so viel damit zu tun, überhaupt eine Entwicklung bei den Studenten hervorzurufen, dass ja, also mehr Zeit ist dann nicht vorhanden. Also ich denke, da müsste sich das Hochschul, also wenn es um solche Dinge geht in der Hochschule, dann müsste sich einfach das Hochschulprinzip komplett verändern und dann geht es einfach um ganz andere Strukturen in der Hochschule. Aber auch da würde am Ende, denke ich, das dabei bleiben, dass der Hauptfachlehrer sollte sich auf genau das konzentrieren, was sein Job ist. Und was er auch, er oder sie am besten kann. Genau, absolut. Und ich denke aber, dass es schon Zusatzangebote gibt an verschiedenen. Ich kann aber immer nur über das reden, was ich kenne. Mhm. Und insofern ist das immer nur ein kleiner Ausschnitt. Also an verschiedenen Hochschulen üben wir schon, wie kommuniziere ich mit meinem Publikum ganz praktisch, dass man übt, wie kann man auf die Bühne gehen, wie kann man eine Zugabe anmoderieren für ein spezifisches Publikum. Und das sind ja alles Dinge, die schon dann in diese Richtung ein bisschen weisen. Und dann habe ich persönlich höchstes Zutrauen zu den meisten jungen MusikerInnen, dass sie das auch meistern werden. Da sind so viele enthusiastische junge Menschen unterwegs. Man sieht man ja hier, was da für tolle Projekte draus entstehen. Ich glaube, da geht es eigentlich mehr ums Motivieren und Mut machen in den allermeisten Fällen und ein bisschen üben. Auch das kann man ein bisschen üben. Und das ist ja auch eben so die Geschichte. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, so Vielseitigkeit ist natürlich wichtig als Musiker, aber wenn man gerade auf so eine Ausbildung genau schaut, ist es halt einfach wichtig, dass, wenn wir das jetzt zum Beispiel mit dem Medizinstudium vergleichen, ich meine, man erwartet von einem Anatomieprofessor auch nicht, dass er Radiologie lehrt.
Und das dürfen wir im Endeffekt einfach da auch nicht erwarten, sondern der Hauptfachlehrer ist eben dafür zuständig, was er gut kann. Ich möchte gern eine Sache nochmal sagen. Ich finde, man darf es auch nicht über... Es kommt eben immer wieder darauf an, auf die individuellen Wünsche der Studierenden. Es gibt Studierende, die sich fokussieren, die von Anfang an wissen oder nach der Hälfte des Studiums wissen, sie möchten auf die Probespiele gehen. Mhm. Da würde ich aus meiner Warte sagen, um Gottes Willen nicht nach Plan B fragen, sondern volle Kanone üben und Scheuklappen rauf. Die Chance hat man nur im Studium zum Studienende, so die Scheuklappen anzuziehen. Mhm. Üben, üben, üben. Plan B kann nach den Probespielen kommen, wenn man ihn braucht. Ja. Also das klingt jetzt ganz, ganz fokussiert. Wenn jemand dabei ist, der oder die sagt, ich möchte unbedingt mit der Geige, kommt auch ein bisschen aufs Instrument drauf an, und im Einklang mit dem Hauptfachlehrenden sagt, ich möchte es versuchen, eine solistische Laufbahn einzuschlagen, mhm, dann braucht es auch die Scheuklappen bis zu einem gewissen Grad, um diese ganze Schiene der Wettbewerbe zu gehen, mhm, in einem sehr frühen Alter. Aber es gibt natürlich auch noch, mhm, andere Wünsche, wenn man eher Allrounder sein will, nicht Orchester, nicht Solo, mhm, ein bisschen Kammermusik oder von allem ein bisschen, dann ist es nicht ein schlechterer Weg, aber dann hat man natürlich einen ganz anderen oder weniger großen Fokus auf einzelne Sachen und kann all diese Angebote, die die meisten Hochschulen ja jetzt auch schon machen, eben auch für sich nützen. Mhm. Zu diesen Angeboten passt die Frage, die ich jetzt hier von außen bekomme. Wie ist es denn von diesem, wenn es um diesen Übergang geht, von der Hochschule sozusagen ins Berufsleben? Wie schwierig ist es da sozusagen von dem geschützten Raum der Hochschule in die Musikbranche, in den Musikbetrieb einzusteigen? Und bekommt man denn da Hilfestellungen von der Hochschule, um da eben diesen Weg vom geschützten Studium in den Betrieb zu finden? Gibt es denn da irgendwelche Hilfestellungen oder wie geht man das überhaupt als junger Musiker an? Schwierige Frage. Also raus vom Studium sind wir zum Glück noch nicht. Aber ja, ich glaube, ich würde das so sehen, dass so gut sich man in sein Studium sich vorbereiten kann auf das Beruf, wird man das trotzdem immer erstmal machen müssen und entdecken müssen. Also ich zum Beispiel ganz, ich glaube bestimmte, also besonderes Beispiel zum Beispiel Oper spielen. Man kann Satzproben gemacht haben, wenn man überhaupt Satzproben gemacht hat. Also für sich selbst, mit ein paar Kollegen oder mit seinem Professor, wenn er das macht, alles geübt haben, die CD tausendmal angehört hat, das wird trotzdem im Live was anderes. Und das muss man erstmal lernen. Und das Tun einfach in der Realität, in der Situation, das ist einfach nur, das muss man einfach nur erleben. Und ich glaube, das ist einfach so insgesamt mit dem Beruf, oder? Also ich sehe das so. Also man muss das erstmal einfach dran sein, glaube ich. Aber ist es nicht ein fließender Übergang im Gegensatz zu vielen anderen Berufen, anderen Studiengängen? Man ist ja eigentlich im Studium und gerät im Studium schon immer mehr, mhm, in die praktische Tätigkeit, auch bezahlte Tätigkeit dann hinein. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das stimmt, als Musiker, als Student, ist man oft schon auf den Beruf, also auf den, mhm, also es gibt aber auch den anderen Aspekt, der, ich weiß nicht, ob da mein Eindruck ein falscher ist, wo man das Gefühl hat, wenn man erstmal eben diese Hürde, eine Aufnahmeprüfung geschafft hat, was ja auch schon eine Hürde ist, es sind sehr viele Bewerber auf die Studienstellen auch schon da und es wird auch da schon am Anfang des Studiums ausgesiebt.
wenn man diese Hürde geschafft hat, dass man sich dann eben in diesem geschützten Raum der Hochschule befindet, wo man sich dem widmen kann, wofür man brennt, nämlich der Musik und allem, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es ja diesen Trend, so kommt es mir zumindest vor, dass man seinen Bachelor macht, seinen Master und dann setzt man noch einen Master drauf und so, dass man sich also schwer verabschieden kann von diesem geschützten Raum der Hochschule. Und dass dieser Übergang leicht etwas zäh geraten kann ins Berufsleben. Gibt es das? Gibt es diesen Trend? Katrin, was würdest du sagen? Beobachtest du sowas auch oder ist das ein falscher Eindruck? Ja, aber eigentlich nicht bei den Blechbläsern. Okay, dann haben wir da was Spezielles jetzt. Also den Trend spüre ich in anderen Instrumentalgruppen. Ja. Ich kann auch wieder nicht über München sprechen, aber nicht bei den Blechbläsern. Mhm. Würdet ihr das bestätigen? Ja, ich glaube, dass der Unterpunkt ist, dass ja, man ist nie fertig mit Lernen, deswegen muss man auch nicht aufhören zu studieren. Also man muss auch wirklich lernen. Wir haben über diese Vielseitigkeit geredet, das kann man leider nicht noch mit einem Bachelor machen oder lernen. Also ich bin schon mit meinem zweiten Master, ja, wer weiß, vielleicht kommt noch ein. Mal schauen. Also ihr habt Master in euren Instrumenten gemacht und macht jetzt Master Kammermusik, nicht? Genau. Aber das... Deswegen ja, wollten wir einfach auch weiter studieren, dass wir auch weitermachen, also hier vor allem weiter studieren, dass wir, ja, natürlich fühlt man sich auch geschützt als Student, und, also, aber gut, ich meine, ich glaube, das braucht man auch, wenn man noch in diesem Lernprozess ist, also das hilft schon einigermaßen, oder? Wie siehst du das? Ja, also ich denke schon auch, also es gibt sicher irgendwo diesen Trend, aber ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel so Diskussionen, ich meine, wenn man zum Beispiel gute Sportler anschaut, ja, gute Sportler haben eigentlich einen Trainer auf jeden Fall bis zum Ende ihrer Karriere, ja, manchmal sogar danach noch, um abzutrainieren. Im Idealfall, sagen wir mal, ich habe letztens ein Interview mit Rudolf Buchbinder gehört. Und Rudolf Buchbinder meinte, also der Peak seiner Karriere wäre jetzt, aber wenn er ganz ehrlich ist, morgen, weil sein Leben ist ein stetiges Crescendo. Und ganz so falsch ist es, muss man ja sagen, wirklich nicht, weil wenn wir viele Musiker anschauen, wir hatten auch vorher das Beispiel Wynton Marsalis, dann sind es Musiker, die sich stetig entwickeln. Und also ich weiß nicht, inwieweit man nicht einen Trainer oder Coach dahinter braucht. Natürlich, ob das in einem Studium sein muss, das ist eine ganz andere Geschichte, natürlich, ja. Aber es ist sehr hilfreich, ja. Und jetzt gerade auch auf unser Beispiel einfach bezogen, das muss man einfach auch ganz ehrlich sagen, also in dem, was wir in unserem Studium in den ersten Jahren gelernt haben mit Bachelor und Master, könnten wir auf dem Kammermusikmarkt in keinster Form überleben. Also gar nichts. Also das wäre wirklich das, also da wäre der Tag der Gründung, wäre auch schon der Tag des Ende des Ensembles gewesen. Muss ich einfach ganz ehrlich sagen. Also ohne die Professoren, die wir haben, hätten wir gar keine Chance. Ich glaube aber, dass die Frage ein bisschen in eine andere Richtung zielte ursprünglich. Einfach vielleicht, wenn du das gerade sagst, Katrin, kannst du auch etwas dazu sagen, weil das wurmt mich jetzt doch ein bisschen. Ja. Wieso betrifft es die Blechbläser nicht und andere? Also ich würde einfach sagen, es gibt doch einfach, ich muss mich jetzt bemühen, das ganz diplomatisch zu sagen, und es betrifft überhaupt nicht jetzt die Musiker, die hier sind, sondern manchmal hat man doch, man bekommt den Eindruck, wenn man Studierende in die Individualberatung, die kommen in die Individualberatung, sind meinetwegen 8, und ich schildere jetzt mal einen schlimmen Fall, theoretisch, natürlich ohne Namen, ohne Ortsangabe, 28 Jahre alt oder gar schon 29 Jahre alt, im zweiten Master Klavier, und man fragt nach den Wünschen und dann kommt Solo-Karriere. Dann fragt man, haben Sie denn schon einmal Konzerte gegeben außerhalb der Hochschule? Nein.
Haben Sie schon mal an einem Wettbewerb teilgenommen? Nein. Und also ich schildere das jetzt wirklich ganz kurz. Und es sind aber sicher nicht die Mehrzahl, es ist ein kleiner Prozentsatz, aber es gibt diese Prozentsätze, wo ich mich schon frage, ob die Begabung wirklich so groß war nach Beendigung des Bachelors, dass es zwingend noch ein Master und noch ein Master sein muss, um dann mit 30 festzustellen, das ist ein also das Finanzamt würde sagen, das ist ein Hobby und kein Beruf. Ja, aber da ist vielleicht, aber also ich meine, da muss man halt auch dazu sagen, also das ist natürlich also ich stimme in allem zu, aber ich glaube halt, da muss man halt dann sagen, ist auch die Hochschule nicht ganz unschuldig, weil das also ist das, was ich meine. Genau, weil also jetzt, wenn man das einfach auf uns betrachtet, zum Beispiel, also wir haben auch regulär vorgespielt, also wir mussten für jeden Master vorspielen und es gab jedes Mal die Möglichkeit, dass wir das nicht bekommen. Also jetzt gerade bei unserem letzten Master muss man einfach ganz ehrlich sagen, die Chance, dass wir es nicht bekommen, war zu 90% und die Chance, dass wir es bekommen, lag bei 10%. Und ich meine, da hat eine Jury immer die Chance zu schauen, inwieweit die Begabung oder zumindest das Potenzial reichen würde und inwieweit es Sinn macht, diesen Masterplatz zu vergeben. Und diese Verantwortung, also das wäre ein Wunsch, den ich hätte. Eigentlich wünsche ich mir total naiv, dass noch viel, viel mehr Leute bis zum Bachelor Musik studieren oder mindestens so viele wie zurzeit. Aber dann würde ich mir wünschen, dass es sich noch weiter verengt zum Master hin. Weil mit Abschluss eines Bachelors sind die Leute noch so jung, dass wenn sie diese Alternativlosigkeit oder diesen unbedingten Willen oder wie auch immer man das vielleicht bis dahin nicht so richtig entwickelt haben und vielleicht in einen Markt sich gewünscht haben, der sowieso eigentlich sehr, sehr eng ist und sich vielleicht auch noch nicht so eine ganz totale Künstlerseele entwickelt haben, ich nenne das jetzt mal so in Anführungszeichen, dann finden die vielleicht auch eine Erfüllung in einem ganz anderen Beruf und sind eigentlich noch so jung. Es ist ja auch nicht gesagt, dass der Bachelor in Deutschland dauert er 4 Jahre, aber in anderen Ländern dauert er zum Teil nur 3 Jahre. Und wenn man dann mit 17, 18 Matur oder Abitur gemacht hat oder mit 18, dann ist man bis zu einem Bachelor 21, 22. Da können sich viele noch was ganz anderes vorstellen. Und ich würde mir eigentlich vorstellen, was würde das vielleicht mit unserer Gesellschaft machen, wenn viel mehr junge Menschen... Ich glaube, das würde unserer Gesellschaft sehr gut tun. Ja. Wir merken, das ist ein sehr komplexes Thema und das ist vielleicht etwas, was du hier beschreibst, was sich tatsächlich nicht geändert hat, was auch immer schon so gewesen ist. Ja, je mehr Menschen Musik machen und es auf einem hohen Niveau machen, auf einer professionellen Ebene, umso besser wird unsere Gesellschaft vielleicht werden, hoffen wir das. Ich glaube, bei Ihnen war das durchaus vernünftig, dass man Sie durch die ganzen Masterprüfungen durchgelassen hat und Sie hat weitermachen lassen. Ich habe da ein gutes Gefühl bei Ihnen, möchte ich mal sagen. Ja, ein sehr komplexes Thema. Wir könnten noch lange darüber reden. Wir hatten jetzt nicht so viel Reaktion von außen. Ich hoffe trotzdem, dass das Gespräch für Sie anregend war und Sie vielleicht dann noch mit den Menschen, die um Sie herum sind, weiter darüber sprechen und sich damit auseinandersetzen, auch mit sich selbst. Man kann ja auch mit sich selbst Gespräche führen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei den Teilnehmern hier, vor allem, also allen voran bei Katrin Hauser-Schmork, die hier für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden ist, aber natürlich auch ganz besonders bei Munich Tetra Brass. Das Beste kommt zum Schluss. Munich Tetra Brass wird noch etwas für uns spielen. Vielleicht darf ich Sie beide bitten, dann das schon vorzubereiten, während ich sozusagen hier den Schluss abmoderiere. Ich bedanke mich nicht nur bei Katrin Hauser-Schmork. Nein, du kannst gerne sitzen bleiben. Wir werden dann rechtzeitig hier abhauen, damit wir hier nicht fortgeblasen werden. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei der Technik, beim Tonstudio, beim künstlerischen Betriebsbüro und bei der Abteilung Kommunikation, die das hier möglich gemacht haben. Die nächste Ausgabe von Neuland
wird stattfinden im Rahmen des Festwochenendes am 15. und 16. Januar im neuen Gasteig HB8 in Sendling. Und da wird es gehen um Orte für Musik, ein auch sehr vielschichtiges Thema. Und was wir jetzt zum Schluss von Munich Tetra Brass noch hören, ist ein Quartett Nummer 5. Ihr könnt auch gerne noch etwas dazu sagen, wenn ihr noch etwas dazu zu sagen habt, von Wilhelm Ramsø, ein dänischer Komponist. Ja, und wie gesagt, Bühne frei für Munich Tetra Brass. Wir gehen wieder. Vielen Dank. Sie hören nun abschließend den ersten Satz aus dem 5. Quartett von Wilhelm Ramsø, einen für uns unbekannten Komponisten, aber er stammt aus einer sehr spannenden Zeit, vor allem für die Kammermusik. Er ist in der Spätromantik zu verorten, war Däne, wie gerade ich eben schon gesagt, aber ganz wichtig ist, er ist nach St. Petersburg gezogen, um dort im Marinsky-Orchester als Bratscher zu dienen, möchte man schon fast sagen. Und in dieser Zeit in St. Petersburg hatte die Kammermusik eine echte Blüte, muss man heute sagen. Es ist auch die Zeit von Tschaikowski, Rimski-Korsakow. Und es gab sehr viel Kammermusikabende und es gab ein bisschen das ungeschriebene Gesetz, dass zu jedem Streichabend gab es einen Abend von Blasinstrumenten, entweder Holzbläser-Quintett oder ein Blechbläser-Ensemble und eben sehr viel Blechbläser-Quartett. Und in dieser Zeit ist sehr viel Literatur entstanden, die aber leider in den Bibliotheken in St. Petersburg oft noch liegt, teilweise verschollen, teilweise auch nicht. Und dazu gehören eben auch die 5 Quartette von Wilhelm Ramsø und Sie hören nun den ersten Satz. Viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.